Heute haben wir mal wieder ein super leckeres Knabbergebäck für euch. Wir backen kleine, knusprige Sesam-Käsebrezel. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Für den Teig werden als erstes weiche Butter, geriebener Parmesan, Salz und Pfeffer cremig gerührt. Dann geht's mit den trockenen Zutaten weiter. Das Mehl wird mit edelsüßem Paprikapulver und getrocknetem Knoblauch vermischt und anschließend mit der Buttermasse verknetet. Außerdem kommt noch kaltes Wasser dazu. So kann der Teig dann auch schon ausgerollt und ausgestochen werden. Wenn er klebt, könnt ihr die Arbeitsfläche einfach mit etwas Mehl bestäuben. Zum Ausstechen benutze ich jetzt so einen kleinen Brezelausstecher mit Auswurf. Ihr könnt natürlich auch alle anderen Plätzchenausstecher verwenden. Wenn euch der Ausstecher interessiert, ist er auch nochmal in der Infobox verlinkt. Zum Schluss kommen noch Sesam oben drauf und die Brezel können gebacken werden. Dazu kommen sie für 12 bis 15 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Bevor sie nach dem Backen serviert werden können, sollten sie gut abkühlen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr Cupcakes, Cookies und Co. genauso gerne mögt wie wir, geht's rechts oben zu unserem anderen YouTube-Kanal Amerikanisch Kochen. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.